Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Bloons Monkey City. Passt? Ja, okay. Wir machen heute mal Contested Territory. Das ist nämlich gerade wieder frei geworden. Die Bloons erobern sich das ja alle 24 Stunden zurück, nachdem das einmal eingenommen wurde. Das heißt, man muss das theoretisch jeden Tag neu machen. Yay. Und wir machen das mal. Ist im Moment auch noch unclaimed. Das heißt, wir starten einfach mal. Da gibt es natürlich für Contested Territory jetzt nicht grundlegend irgendein Rezept, wie man jedes angehen kann, weil es halt immer eine andere Map ist, jede Woche. Aber wir gucken uns die hier mal an und prinzipiell ist das schon so ein bisschen Standardtaktik. Also ihr seht schon, bis Runde 39 war ich tatsächlich schon mal. So weit müssen wir aber gar nicht. So weit kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Mal gucken. Also ich fange hier in der Tat relativ standardmäßig an. Mit meinem Engineer, der dann vorne alles wegräumt, hauptsächlich für den Cleansing Foam. Das finde ich da ganz okay. Und dann werde ich den relativ zügig auf Bionic Boomer aufrüsten. Sobald ich Mittel leisten kann. Und dann kommt der Punkt, der das Contested Territory in Wirklichkeit auch auszeichnet. Dann sind nämlich Banana Farms am Start. Beziehungsweise die müssen dann an den Start kommen. Abgesehen kann ich zwischendurch schon ruhig mal meinen Cuddly Bear hier einsetzen. Wir können schon definitiv noch ein paar extra Leben gebrauchen. Weil Contested Territory, ihr seht es hier oben auch, hat keine feste Rundenanzahl. Das geht halt so lange, wie man es schafft. Und irgendwann wird das sehr unschön. Spätestens wenn eine größere Menge DDTs kommt, ist das nicht mehr ganz so lustig. Und darauf muss man sich eben vorbereiten. Also ich glaube, eine größere Menge DDTs werde ich auch nicht wegkriegen, aber ein paar zumindest. Ich glaube, letztes Mal gescheitert bin ich an irgendeiner Wave, wo die DDTs direkt am Anfang als allererstes so nach einer Zehntelsekunde Startzeit kamen und prinzipiell schon ein bisschen Schaden genommen haben, aber nicht genug und dann leider einfach durchgerauscht sind, weil meine Spike Factories auch gar nicht genug Zeit hatten, da in Ruhe irgendwie mal auszuspiken. Von daher mal gucken, ob ich das dieses Mal irgendwie anders mache. Die Sache ist, es ist auch nicht wirklich nötig, weil, ja, aufpassen, schwere Wave. Also es ist hier nicht wirklich nötig, dass ich mich super anstrenge. In dem Fall, weil es sind hier mal 6 Leute, die da irgendwie drum konkurrieren, glaube ich. 6 oder 7? Ich glaube, es sind 6. Von denen machen eh nur 2 oder 3 aktiv mit im Moment. Dem Rest scheint das irgendwie egal zu sein. Und die Leute, die mitmachen, sind irgendwie nur bis Level 33 gekommen. Jetzt sind die... Ja, die spawnen noch da. Okay. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das ist noch gar nicht dran. Möglichkeit... Nein, shit. Das war dämlich. Dämlich. So. Naja, ein bisschen Geld verschwendet, aber... Das kriegen wir schon wieder rein. So, dann hält er da nämlich auch ein bisschen mehr auf. Ja, das funktioniert doch. Okay. So, dann können wir uns jetzt mal darauf einstellen, ein bisschen weiter Banana Farms zu machen. Der müsste eigentlich da auch ganz gut was schaffen. Also eventuell... Naja, ich glaube, einen dritten Frost Tower setze ich da eben noch hin, bevor wir hier weiter mit den Farms machen. Das ist, glaube ich, ganz okay, so das noch unten. Dann ist jetzt Banana Farms tatsächlich angesagt. Man sollte mit den Banana Farms, zumindest zu meiner Erfahrung nach, also ich habe hier jetzt nicht super die Ahnung von, aber so nach meiner Erfahrung schon so spätestens bei Wave 10 angefangen haben. Ja, empfiehlt sich, finde ich.
zwischendurch nochmal wieder ein paar extra Leben holen, falls geht. Wir bauen uns hier erstmal 6-1-0er Farmen hin und die rüsten wir dann im Verlaufe des Contested Territories hoffentlich auf 3-0 Farms auf. Das vierte Upgrade habe ich noch nicht erforscht. Beziehungsweise es erforscht, glaube ich. Nee, erforscht noch nicht. Da muss ich erst das Banana Headquarter für bauen. Kommt, aber die müssten eigentlich hier. Easy, ja, alles klar. Ah, kommt doch noch was durch. Muss ja nicht sein. So, mit 6 Bananafarms sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. Da bekommen wir jetzt auch schon ganz gut Cash. Müssen wir nur demnächst mal tatsächlich Tower nachbauen. Weil es auch bis zum ersten Moab gar nicht mehr so lange hin ist, um ehrlich zu sein. Aber bevor wir da mit den Towern anfangen, platzieren wir gleich erstmal was anderes. Kommt da ein Monkey Town hin. Monkey Village heißt es, glaube ich, ne? Nicht Town, Village, genau. Aus Gründen. Ich mag es, wie die Frost Tower da ihre Arbeit verrichten. Sprach's, während Ballons durchkamen. Ärgerlich. Okay, aber ich muss da auch. Da kommt in der Tat ein bisschen mehr durch, aber das ist halb so wild. Da kann auch tatsächlich mal ein bisschen was durchkommen. Wir müssen vielleicht langsam hier vorne das schon mal angehen. Warum ich das Ding als erstes platziert habe, ist. Also ich hätte auch den Grundtower schon mal bauen können, aber wenn das Monkey Village da schon mal steht, sind eben sämtliche Upgrades günstiger und das macht sich bei der. Uhu, das könnte unschön werden. Ich wollte sagen, das macht sich bei der Masse an Bombtowern, die wir da platzieren werden, schon bezahlt. Dang it, das lief auch alles schon mal besser. Vielleicht mit den Bananafarms aufrüsten noch eine Idee warten sollen. Ich müsste da den Dart Monkey oben mal aufwerten. Oder einfach da unten noch was hinstellen. So viele Möglichkeiten. Erstmal werten wir aber das auf. Das bringt ja dann auch schon ein bisschen was. So, und das Monkey Village ist eben nicht nur da, um das Ganze zu vergünstigen. Das und das und das und das. Sieht das auch schon ein bisschen besser aus. Ist nicht nur da, damit die Tower günstiger werden, sondern eben auch dafür da, später zum einen die Angriffsgeschwindigkeit der Tower zu erhöhen, die Reichweite und dann tatsächlich auch, also ich werde das auf 2-3 aufrüsten, beide Zeiten. Ich muss jetzt erstmal die Bananafarms weitermachen. Damit die Tower sämtliche Bloons angreifen können. Zum einen machen sie dann auch schwarzen Bloons Schaden, meine ich. Sollten sie zumindest, weiß ich nicht. Hauptsächlich greifen sie dann aber, ja doch, machen sie. Tatsächlich greifen sie dann aber auch schon die DDTs an und das ist relativ wichtig. Zur zweit einigermaßen klar. Ich würde da ganz gern bei Gelegenheit noch einen Ring of Fire hinpacken. Und vielleicht sollten wir auch erstmal noch einen Bomb Tower irgendwie auspacken. Ja, wird Zeit. Oh, ich habe die gar nicht auf Strong gestellt, ne? Das sollte ich vielleicht mal machen. So, dann geht das doch auch. Und obwohl ein paar Sachen durchgekommen sind, haben wir im Moment, glaube ich, 55 Leben mehr als am Anfang. Das ist schon in Ordnung.
Ich zappel hier immer mit dem Cursor so ein bisschen rum. Das ist eigentlich gar nicht nötig. Eigentlich kann ich den auch still halten, aber ich weiß nicht irgendwie. Aus Gründen mache ich das so. Ist einfach so. So, dich noch aufwerten und dann. Na, eigentlich die anderen drei auch noch, aber ich habe, glaube ich, erstmal andere Sorgen. Sind wir da erstmal einigermaßen gerüstet. Einigermaßen. So, das Schöne ist, die schießen jetzt auch hier rüber, die räumen wir halt auch noch ein bisschen mit auf. Wir kriegen im Moment noch relativ viel Kohle durch Blooms. Warum die Bananafarms überhaupt wichtig sind, also ich würde im Moment auch noch durchaus durch die Blooms genug Kohle kriegen, aber irgendwie spätestens ab Wave 30, ich weiß gar nicht, irgendwie so geben die Blooms halt alle nur noch so 1 Dollar, gefühlt. Ah, das geht alles drauf. Das ist traumhaft, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Naja, fast alles geht drauf, aber das bisschen Gemüse kann da ruhig durchkommen. Das stört mich jetzt mal nicht. Ja, und ab Wave 30 kriegt man dann eben so gut wie gar kein Einkommen mehr durch die Blooms. Von daher, ich könnte ihn hier bei Gelegenheit, aber das ist mir im Moment noch zu teuer, glaube ich. Ich packe hier erstmal. Die sind zu viert da oben ganz glücklich vorerst, ne? Also, es reicht auf Dauer nicht, das ist klar. Aber prinzipiell sind die glücklich, okay. Läuft. Ja, und wir kriegen jetzt, das sind 25, das sind. Wir kriegen jetzt 150 Bananenstauden hier raus im Moment pro Runde. Das sind 4.500 Dollar ungefähr, die wir pro Runde halt kriegen, nur durch die Bananenfarms. Das ist halt schon ziemlich super. Und notwendig. So, ich werde Ihnen hier nochmal auf den auf. Packt dann nämlich so eine Falle dahin, da verschwinden dann mal die Blooms drin und die kann ich dann, wenn die voll ist, leeren, dann kriege ich auch noch ein bisschen Cash extra. Genau, dann blinkt die nämlich so rot. Dann das wird mit der Zeit weniger, also die bringt jetzt anfangs so um die 300 Dollar, wenn man da draufklickt. Später sind das irgendwie, also es geht glaube ich bis auf irgendwie 10 Dollar runter oder so, also es wird super wenig. Aber trotzdem eine ganz nette Sache. So, das auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Das ist wichtig. Nicht, dass ich das vergesse. Ich glaube, die ersten DDTs kommen so bei Wave 34, 35, so um den Dreh. Also haben wir noch ein bisschen Schonfrist. Wir müssen aber gleich auf jeden Fall nochmal was anderes machen. Das geht noch nicht. Okay. Aber jetzt hier auf jeden Fall. Ich habe Viral Frost ins. Alter, ich möchte total Viral Frost haben. Das hatte ich letztes Mal noch nicht erforscht. Viral Frost ist in der Tat relativ super. Aber auch relativ teuer. So, okay, Wave 24 haben wir schon mal geschafft. Das heißt, wir haben das Contested Territory auf jeden Fall eingenommen schon mal. Das ist schon mal eine gute Sache. So, ihr seht schon, die Fallen geben jetzt schon gar nicht mehr so viel. Also die geben jetzt schon nur noch so 100. Aber auch 100 extra Cash sind nicht zu verachten. Wie er aussieht. Aber der Freeze da unten jetzt natürlich so ziemlich alles. So, ich muss hier mal das Nonstop rausnehmen. Einfach damit ich
zwischenzeitlich ein bisschen Ruhe habe zum Bauen dann auch und gegebenenfalls ein bisschen nachdenken kann. Ich weiß nicht, ob ich hier tatsächlich Moab-Assassin haben will. Ich glaube, es ist einfach nicht nötig. Geht hier nur langsam der Platz aus. Also ich habe es extra so gebaut, dass ich hier drüben, das muss nur in der Reichweite sein, ich kann halt hier und hier an der Seite auch noch bauen, das ist schon noch okay. Also das ist nicht so dramatisch. Ich bin im Überlegen, ob ich hier tatsächlich noch das Upgrade mithole, dann bringen die Bananas eben alle noch mal ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich den Cash tatsächlich woanders brauche. Ich muss auf jeden Fall zwei Sachen nochmal ganz dringend machen. Ich könnte auch in der Tat mal mit Super Monkeys arbeiten, das habe ich ja gar nicht gemacht bislang. Auf jeden Fall muss... Ich hoffe einfach, der ist da mit dem Radius drin. Wird schon passen. Ich brauche so viel mehr Geld. Also mit dem Bomb Tower da oben bin ich erstmal glücklich, aber diverse Dinge fehlen noch. Ich glaube, das Upgrade rechnet sich in der Tat ziemlich schnell. Ich überlege gerade, das sind $15, das sind $300 extra. Naja, wobei, na, so schnell rechnet sich es doch nicht. Okay, dann lasse ich das mal bei den beiden. Mag mal genügen. Ah, die Falle gibt irgendwann auch so Geld, das ist okay. Also sie gibt ein bisschen mehr Cash, wenn ich sie händisch einsammle, aber das kann auch ruhig automatisch passieren. Okay. Möchte ich einen Super Monkey haben? Ich könnte da unten einfach mal einen Sun God hinpacken. Ich glaube, das. Ich würde es einfach mal probieren. Mal gucken, wie der mit DDTs klarkommt. Sun God ist halt Arschteuer. Gott, braucht der viel Platz. Okay, wir packen den mal hier oben hin. Das ist jetzt wahrscheinlich das Dümmste, was ich machen kann. Weil eigentlich sind die Super Monkeys gar nicht so super, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich sind Super Monkeys hauptsächlich Arschteuer. Ich glaube, ich sollte mich eher um Spike Factories kümmern. Ja, bevor ich den Sun God kaufe, dafür 13 oder fast 14.000. Hier mal. Oh Gott. Finger von der Tastatur nehmen, kriege ich schon Krampf. Die ganze Zeit so eine komische Haltung. So, für die DDTs habe ich mir sagen lassen, nimmt man idealerweise 3-2 und nicht 2-3. Also nicht hier extra das Mob Shredder gedöhnt, sondern weil die DDTs eben auch eine Keramikhülle haben. Und da Keramik Regrow-Blooms rauskommen, nimmt man schon eher die Dinger. Und zwar viele. So, jetzt ein Sun God? Ich weiß nicht, ich könnte mal probieren.
Sondern wir kriegen jetzt Cash eigentlich nur noch durch die Banana Farms. Und durch die Falle hier, aber gut, das waren jetzt gerade 28 Dollar, das ist halt so, ja, nee, lass mal. Ich sollte den Super Monkey mal auf Strongest setzen, das ist vielleicht nicht die dümmste Idee. So, die, naja, 11.500 haben wir schon mal. Da kommt ein So, mein Gott, das ist okay. Das sollten wir eigentlich relativ entspannt wegkriegen. Naja, mehr oder minder. Sollte ich da vielleicht doch noch mehr Baumtower hinsetzen? Und es geht. Die kommen da nämlich nicht weit. Aber in der Tat, ich hole mir jetzt den Sungott und dann kommen da noch mehr Bomb Tower hin. So, der darf für 800 auch gerne noch das Reichweite-Upgrade haben. So, wehe, der ist jetzt nicht geil. Ich habe den bislang nur im Consecrated Ground ausprobiert. Ich bin ja mal gespannt, wie der gegen DDTs klarkommt. Ob der gegen die DDTs klarkommt. Gott, der ist so riesig einfach. Setze dich nicht auf den Tixie an, echt. Den Mord schon nicht so richtig viel Schaden. Also ist für alles andere ganz nett, aber... Und die DDTs, und sie sind schnell, und sie sind früh dran, und... Ich habe da oben zu wenig Spike Factories, oder? Warum kommt denn das da alles durch? Schade eigentlich. Ich hätte auf den Super Monkey verzichten sollen, einfach mehr Spike Factories bauen sollen. Das wäre sinniger gewesen. Aber, okay, war mal Versuch wert. Und das gehört so oder so uns. Und die hier haben 33 sogar als höchstes, 6 als höchstes. Ich hatte mal 41. Das war so 13, ja, okay. Also, ich muss mich hier jetzt halt auch nicht weiter anstrengen. Reicht halt völlig hin. Wird mich wahrscheinlich eh keiner überholen, von daher ist das okay. Prinzipiell geht mehr, also ihr seht, 41 habe ich halt schon geschafft. Super Monkey ist halt einfach zu teuer. Und haut dafür, also Super Monkey ist toll gegen viele kleine Sachen, aber nicht gegen die Blimps. Nope, nope, nope. Ja, gut, so sieht es hier inzwischen aus, da kann man mal wieder einen Blick drauf werfen. Ja, spektakulär. Upgrades geht es inzwischen ganz gut mit Tier 4. Also eigentlich fast überall mindestens ein Tier 4 Upgrade erforscht. Das läuft soweit ganz gut oder erforscht gerade. Je nachdem, zum Teil auch schon beide Tier 4 erforscht. Also eigentlich... Hier fehlt es halt noch, da muss jetzt die Banana Research Facility demnächst mal kommen. Da muss ich aber erstmal das Banana Research HQ oder Headquarter für bauen. Das kostet, ich glaube, das Gebäude kostet schon 60.000 und dauert dann garantiert irgendwie so ein Jahr, um es zu bauen. Müsst ihr mal gucken, wie lange das dauert. Special Buildings. Na, steht nicht mit bei. Ja, das braucht wahrscheinlich schon 2-3 Tage, bis es fertig ist und kostet halt auch erstmal 60.000. Also ist schon mal eine Ansage. Das Contested Territory bringt mir da ja ein bisschen mehr Cash ein, das ist schon okay. Andere Stadt hier müsste eigentlich bald mal auf 26 aufsteigen. Da fehlt fast gar nichts mehr, 220, das ist ein Teil. Aber ich bin gerade zu faul, hier Teils zu machen. Ja, hier sieht es so aus. Ein bisschen weniger. Hinke ja quasi auch 2 Level hinterher, also das... Geht aber schon klar.
Forschung hängt ja auch ein bisschen hinterher, geht aber. Ich würde ganz gern noch. Kann ich. Glaube ich, kann. Es ist, dadurch, dass ich das so aufgeräumt habe, ist immer so: Ja, hier könnte ich noch super ein Engineer-Ding hinpacken oder ein Bomb-Tower, kann ich aber beide nicht mehr bauen, weil ich die Obergrenze da erreicht habe von der Masse her. Ich will eigentlich nicht so Kleinscheiß bauen. Beziehungsweise für so Kleinscheiß habe ich halt den Platz im Moment nicht. Das ist so, weil hier ist halt alles dicht an dicht gestopft, hier ist halt eigentlich alles voll. Ich könnte theoretisch, kann ich noch? Nein, Dartlinger und Cache kann ich natürlich auch nicht mehr bauen. Der würde hier unten halt noch gut hinpassen. Ich könnte hier noch so einen Spike-Shack bauen, was bringt denn das? 125 XP, bauen wir mal ein. Dann fehlen noch 95 XP. Kann ich eigentlich noch einen Frost Tower bauen? Ne, da habe ich hier oben noch so einen Haufen, ne? Aber geht vielleicht trotzdem noch einer? Ja, es geht noch einer. Super. Dann packe ich den jetzt einfach hier mit hin. Und dann steigen wir in 10 Minuten auf. Das nehme ich jetzt aber nicht mehr in die Folge mit rein, weil Level Up ist halt. Yay, du bist auf Level 26 aufgestiegen. Viel Spaß weiterhin. Was schalte ich denn dann eigentlich frei bei Ressourcen? Eine Windmühle und ein Wasserkraftwerk. Okay. Eine Wassermühle. Ich habe gesagt, das ist ganz okay. Dann kann ich hier den Fluss weiter vollkleistern, pflastern. Da muss ich mal gucken, wo ich hier die Windmühlen weiterbaue. Da habe ich auch gerade gar keinen Platz für. Muss ich dann hier wohl mal irgendwo einen Teil erobern. Na, das sieht eigentlich machbar aus. Dann mache ich das bei Gelegenheit mal. Alright, soviel zu dieser Folge. Gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal ein anderes Contested Territory an. Mal gucken. Auf das habe ich im Moment irgendwie nicht so viel Bock. Ich glaube, habe ich das überhaupt schon versucht? Ich weiß es gar nicht. Nee, habe ich noch gar nicht versucht. Aber es ist, ich weiß nicht, habe ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Ich mag Hills Tower auch nicht so richtig gern. Also die Map ist jetzt halt auch eigentlich ganz okay, aber gerade irgendwie nicht so Bock drauf. Von daher, mal gucken, was in der nächsten Stadt noch, oder beziehungsweise in der ersten Stadt bei Gelegenheit noch so geht. Das Ding würde ich auch ganz gerne nochmal probieren, die Kiste zu erobern. Ist zwar impoppable, aber ich bin zumindest bis Wave 30 gekommen, also bis zur letzten Wave. Ohne ein Leben zu verlieren und habe dann in Wave 30 verkackt, weil das ist einfach. Ich habe da eine Sache nicht mitbedacht, aber das ist eigentlich relativ problemlos lösbar, stelle ich gerade fest. Ah, es sollte eigentlich machbar sein. Machen wir bei Gelegenheit nochmal. Jetzt erstmal danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.